Chili. So, bevor ich jetzt den thailändischen Pad Chi, den, oh, scheint die Sonne noch schön, den thailändischen Pad Chi für Georg, erstmal da hinten unsere Äpfel. So, und jetzt, bevor ich den thailändischen Pad Chi für Georg, den ich hier aus, so sieht er aus, ganz klein, aber da kriegst du ein paar Ableger von, George. Und da fiel mir letztens nicht ein Bärlauch. Oh, unsere Erdbeeren brauchen auch Wasser. Ich mache jetzt hier auch mal ein bisschen, da habe ich schon so vorbereitet. Das ist die Tomate von Heinz Kullin. Und er hat auch noch, achso, die Schilder, das ist auch noch eine Tomate von Heinz Kullin. Das ist der Pflücksalat. Heinz sagt, den brauche ich nur abschneiden, den brauche ich gar nicht vereinzeln. Ja, auf jeden Fall mit dem da Thymian, Bohnenkraut. Oh, Bohnenkraut. So, jetzt mache ich hier einmal, jetzt werde ich sehr wahrscheinlich nass. Upp. Machen wir mal ein bisschen hier für die Bewässerung. Also das werden die Himbeeren. Ja. Jetzt gehe ich auch mal ein bisschen näher zu dem. Ah, oh, was sind das denn? Kinderschweine, die Namen, diese wunderschönen blühenden. Oh, die hat Renne hatte neu. Das ist die Pfingstrose. Und da ist die Gurke gepflanzt. Von Heinz Kollin. So, Georg, George. Ich werde dir die Ableger erst nächste Woche bringen von dem thailändischen Pachi, also Koriander. Und dann sage ich bis dahin Lagorn und schönen Vatertag morgen. So, mal gucken, weil unsere Bienen im Moment fliegen sie gar nicht. Ich verstehe es nicht, aber es sind viele belegt. Aber die jetzt um diese Zeit nicht fliegen, da wundert mich eigentlich. Viele belegt. Oh. Jo. Okay. Ja, dann sage ich mal schönen Vatertag. Bis dann. Bis Dorn, Dorn, sehe ich es in Strohle.